Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge, Entschuldigung, Luigi's Mansion 3. Und den nächsten Knopf, den wir bekommen haben, ist fürs Spukschloss auf Etage 6. Mal direkt mal raufgehen. Letztes Mal haben wir den schönen Konzert-Heini besiegt, was eigentlich auch echt mal schwierig war für mich. Das erste Gegner, der wirklich ein bisschen mehr gebraucht hat, beziehungsweise ich habe mich vielleicht einfach nur zu dumm angestellt. Das ist natürlich, kann man natürlich da stehen lassen, wie man will, ne? Aber bis jetzt unterhält das Spiel sehr gut und es ist einfach nur niedlich. Also man kann sagen, was man will. Oh, da ist ein Schwertzeiger drauf. Mit dem Luigi haben sie auch top gemacht. Also für mich ist Luigi ja noch, ich mag den noch lieber als Mario. Deswegen. Mario! Mario! Gut. So, wird gespeichert. Mal hier schon was wegsaugen. So, kann ich das rauspusten? Ah, das Feuer spielt zumindest mit. Aber rauspusten kann ich es nicht. War cool. Gut, dann geht's wohl hier rein. Ein Spukschloss. Coole Etage, ne? Ah, das ist immer noch nicht cooler Etage. Das sieht echt mal gut aus. Popcorn. Okay, da ist so ein Ding. Kann ich natürlich nicht saugen. Komme ich nicht ganz ran, aber ich kann ja unseren kleinen Luigi da durchschicken. Hast du geil gemacht. Aber die Idee ist doch auch vom T-1000 hier. Kann auch keiner sagen. Warte, stell mal hier rüber. Dreht halt. Los. Oh Mann, warte mal. Die Ratte wegmachen hier, die nimmt mir Leben weg. Geht ja wohl. Ja. Nehmen wir rein. Ist da jemand? Gott, diese Geisterroboter hier. Oh, oh. Wenn die sich mal nicht gleich bewegen. Geradeaus oder rechts? Gehen wir erstmal rechts rein in den kleinen Raum hier. Kommen wir gar nicht rein. Sieht so aus, ne? Sieht aus wie ein Raum, aber ich komme da nicht rein. Ah, warte, ich habe eine Idee. Okay. Oh, die können wir mal einsaugen hier, Spinner. Zumindest gibt es da auch einen Weg. Gehen wir da rein? Oh, was sind wir da? Yes! Kohle ohne Ende! Uah. Rein da! Perfekt! Okay. Gehen wir hier mal durch. Oh. Eieiei, das ist alles im Hotel drin? Auch nicht schlecht. Gibt's Obst und eine Kiste. Ah, warte, ich hab ein D. Ja, das heißt eine Idee. Ah, warte. Moment. Bin ich? Oh, das geht, ne? Okay. Da kommen wir noch nicht rein. Nehmen wir alles mit. So. Okay. Der König. Oh ja, den will ich gern haben. Okay, aber hier war auch noch eine Tür. Wo geht's denn da hin? Können wir da rein? Da kommen wir wahrscheinlich raus, ne? Okay, dann lass mal hingehen und den König
begrüßen, wie es sich gehört, für einen knappen. Oh nein! Du Spinner! Wow, bleib hier! Oh, yes. Yes, sir. Da kann man nichts dran halten. Der sein können. Die Krähen, sollen die wegsaugen lieber die Krähen? Angreifen. Das sind bestimmt wie sind ja die Ratten der Lüfte, also von da. Aha. Nehme ich auch gerne mit. Ist ja auch alles teuer bei den Guten. Okay, Fluigi, ich glaube, dir macht das nichts aus. Was? Perfekt. Gehen wir mit Fluigi weiter? Nein. Nee. I'm coming. Ah, er saugt weiter, auch nicht schlecht. Wollte ich gar nicht, aber. Ja, so kleine Rätseleinlagen machen natürlich Spaß, ne? Ah, okay. Oh, warte, hab ich eine Idee. Wie gefällt dir das? Dann kriegst du den ab. Yes! Da gab's auch nicht Kohle bei dem. Da ist irgendwo Geister drin. Na, warte. Ah! Yes! Oh, yeah. Oh, da oben ist noch so ein Schwert, das müssen wir wahrscheinlich haben. Man kann ja auf jeder Etage kann man ja alle Sachen sammeln. Machen wir auch nochmal, aber darum ist es, gerade nicht mein Ziel, alle Verstecke zu finden. Erstmal ist das Ziel, mein Ziel ist nur das Spielen der Story. Yes! Mal ein Schlüssel. Kann ich das nicht holen? Sehr gut. Gucken wir trotzdem mal, was in dem letzten drin ist. Tomaten. Für Äpfel sind das, ne? Für einen guten Apfelwein tue ich alles. Eine Treppe? Da kann man da so rein. Okay. Aha! Auch her, du blödes Kartenviech. Aber da oben ist auch noch dieses Schwertding. Das heißt, man kann da reinsteigen oder raussteigen. Aber wie kommt man da rein? Hier durch vielleicht? Yes! Aha! Wahrscheinlich haben wir schon ein Schwert verpasst auch. Aber naja. So schlimm. Wir holen uns alle später nochmal. Yes! Natürlich passt der Schlüssel. Oh.
Ha! Luigi! Okay, das war der falsche. Ups, warte mal. Der richtige hier? Oder? Okay. Warte mal. Los, schnell das Ding. Aha. Das Spinnennetz durchbrennen hier vielleicht? Ja. Das ist ein... Achso, ich wollte sagen, was ist das denn für ein Schwanz da? Das ist der Schwanz vom Drachen, aber... Kann uns egal sein. Schon mit dem hier. Und dann den Schalter. Aha. So. Sehr gut. Witzig gemacht, ne? Witzig gemacht. Hallo. Oh, das ist ja voll der Keller. Also Windmühle, die kann man garantiert anpusten. Kommen wir runter. Aber hier sind noch ein paar Münzen. Krieg ich da raus? Auch nicht. Hm. Und gehen wir durch? Perle, aber die krieg ich hier. Kriegt die nicht. Na gut, gehen wir erstmal runter. Vielleicht kriegen wir von oben. Was drücken? Muss die Mühle nochmal ab. Ah, okay. Ich muss es mit Dings machen. Mit Luigi. Ach, Luigi kann die Dinger erholen hier für mal ein. Dumm ich bin. Cool, wenn das Geschehen weiter weggeht, wie auch der Ton anders wird, ne? Oh, da kriegt er Angst. War ich auch. Irgendwie ein Folterkeller hier. So, brauchen wir Luigi hier unten? Ist einfach nur, um hoch wieder runterzukommen, oder? Theoretisch können wir doch in den nächsten Raum reingehen, ohne... Obwohl, da oben ist noch so ein Ding drin, ne? Sehe ich gerade. Aber wie kommen wir da ran? Warte mal. Aber da kommt Luigi ja trotzdem nicht ran, selbst wenn er... Warte mal. Gehen wir da rein, Luigi? Hm. Kommt man nicht heraus, das ist das Problem, ne? Okay. Aber da kommen wir nicht ganz hin, das ist so Quatsch. Aber hier ist ein Ding. Ach, hier ist ein. Warte mal. Okay. Da wurde Wasser. Da habe ich irgendwas vernaddelt, glaube ich. Hätte man anders machen können. Wahrscheinlich. Aber wie? Boah, das Schwert kommen wir nicht so ran. Da oben war Wasser drin.
um Luigi flüssig zu machen, aber naja, ich verstehe es nicht. Gut, gehen wir erstmal weiter. Wir brauchen Schlüssel. Okay. Brauchen wir einen Schlüssel. Luigi nochmal hoch. Aber da ist doch auch so ein Windkanal da. Kann man da irgendwas machen? Das ist dann ganz kurz. Ach, guck mal. Na gut. Okay. Und jetzt kann ich Luigi wieder hochschicken. Hey. Der rutscht einfach nur durch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Pass mal auf, wir gehen mal hier unten rein. Hier muss noch ein Schlüssel sein. Ach, guck mal, ich habe was gesehen. Jetzt gerade. Hier ist doch eine Mauer, die ist irgendwie kaputt. Warte mal. Hier. Auch nicht. Okay, wie kommen wir da durch? Lüt. Haben wir oben noch irgendwas, was wir nutzen können? Ich glaube nicht. Oh, warte mal, wir gehen mal runter. Mal runter. Hier sehen wir noch einen Weg. Luigi kann da nicht einfach durchgehen, oder? Durch die Mauer kann er nicht gehen, ne? Nee. Vielleicht. Das, warte mal, vielleicht. Oh, nicht. Hält. Mein Saugknüppel hält auch nicht dran. Wenn ich sauge. Und du saugst auch noch mit? Auch nicht. Den kriegen wir auch nicht runter. Ah. Ich hab einen Schlüssel. Wo kommt der Schlüssel her? Hä? Mal kurz überlegen. Wo kriegen wir noch einen Schlüssel her? Wir müssen einmal mit. Wir müssen einmal noch mal. Ich geh noch einmal nach oben. Mal oben noch mal irgendwas, was wir gesehen haben. Könnte ich noch mal rausgehen, aber da war ja, glaube ich, auch kein Schlüssel, ne? Kann ich jetzt noch einsammeln, ja super. Ich gehe mal hier durch, mal gucken, ob da was ist. War da was? Übersehen haben? Ne, hier war nichts, was wir übersehen haben. Das ist Quatsch. Hier oben ist aber auch nichts anderes. Hi. So, kurze Unterbrechung, hatte kurz Besuch von meiner Freundin. Muss ich mal kurz Pause machen. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Gehen wir da nochmal runter. Den Weg. Pusten. Und runter. Zack. So. Mal gucken, also hier unten muss es ja irgendwas geben. Was man machen kann. Also hier kann man bestimmt durch. Kann man da mit dem Licht, mit dem anderen Licht, kann man da was machen? Das? Ah, guck mal. Ah, okay. Ah, sehr gut. Ein Sarkophag. Gehen wir nochmal rein. Oh. Ah, okay. Da hab ich auch nicht gerechnet. Oh, Luigi, komm hoch da. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Okay, das sollte man vielleicht nicht machen. Dann verliert man Leben. Und Münzen, okay, nehmen wir die Münzen schon mit.
okay, aber viel können wir hier nicht machen mehr. Das heißt, wir müssen da durch. Das heißt, egal was wir machen, wir kommen da nicht anders durch. Irgendwas hinter? Nee, überleben, das ist schon gut. Also die schießen sofort auf uns. Wenn die Luigi auch treffen. Die interessiert es nicht, gut. Und wir können aber nicht durchs Wasser durch. Ah, warte mal, da oben. Aha. So. Perfekt. Danke. Das ist eine schöne Kiste. Und wenn man da nicht mal unser Schlüssel drin ist. Perfekt. Zurück. Schnell, 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 schnell. Was geht's? Oh. Oh. Kleiner Schreckenmoment. Kann uns aber nicht erschrecken. Noch mehr drin? Nein. Gut, jetzt können wir Schlüssel benutzen. Super. Oh. Eieiei. Man kann Fische schon schießen, okay. Pass mal auf. Okay, bringt uns nichts. Okay. Auf Luigi. Da doch. Gehen wir mal hier rüber. Da hängt der Schlüssel. Super. Nein! Ach, so ein Arsch. Naja, ist nicht so schlimm. Wir können ja das hier rausschicken. Oh, das geht im Zeitspiel hier. Eieieiei. Das ist eine fiese Falle. Okay, raus. Ein fieses Ding. Eieieiei. Okay, also wir müssen da irgendwie rüberkommen. Hier irgendwas? Die Augen da hinten beobachten uns, seht ihr das? Diesen, mit dem Metallding da, hinten dieser Metallkopf, der beobachtet uns. Wie cool ist der denn? Ah, hier ist ein Knopf. Okay. Okay, dann müssen wir. Glaub ich, egal wer das macht, oder? Oh, komm, mal ran. Die. Auf Luigi. Wo ist der denn das hin? Okay. Das ist natürlich nicht so cool. Uah. Okay, ihn interessiert es natürlich gar nicht. Ich kann natürlich mal alles aufsammeln, aber wie komme ich denn wieder hoch? Frage ich bitte. Achso, ist ja egal, wie ich hochkomme. Ich muss hier einfach wieder wegschleimen und wieder hochgehen. Und trotzdem mal die Kiste hier aufmachen, wenn wir schon sind. Yes!
Okay. Was geht dir zu? Das macht ja nicht so viel Sinn, ne? Sich da? Luigi, sag du mal das Ding an hier kurz. Seid ein bisschen? Danke. Wenn ich den jetzt puste? Puste? Dann geht das darüber. Ah, okay. Warte mal. Nee, warte mal. War das einfach, oder? Warte. Und jetzt? Nee. Das ist anders. Also, geht nochmal weiter. Und noch ein weiter. Und jetzt können wir zurückpusten, oder? Dann müsste es doch gerade drüber sein. Perfekt. Okay. Vielleicht sollten wir da erstmal Luigi rübergehen lassen. Den interessiert das nämlich gar nicht. Obwohl, ich glaube, Mario könnte auch durchkommen, ne? Aber jetzt mal hier. Okay, Mario, müssen wir auch so durch. Oh! War natürlich dumm. Jetzt mal, zack. Ah. Perfekt. Oder sind nochmal welche von diesen Schießleuten? Da ist ein Wagen, den wir bestimmt da durchjagen können. Ah, warte mal. Okay, warte mal. Nein, ist noch Luigi weg. Ich hab Luigi daran. Kann ich eigentlich so ein Ding anschießen? Ja, okay, aber dann können wir natürlich saugen. Okay, da geht's nicht weiter, aber Luigi muss kurz stehen bleiben. Und hier drüben auch noch ein Wagen. Aber da ist nichts drauf. Macht ja nicht so viel Sinn. Ach doch, warte mal, ich hab eine Idee. Auch nicht. Hä? Ah! Das funktioniert nicht so, wie ich das gedacht habe. Hier hinten noch irgendwas? Auch nicht. Ach, warte mal. Vielleicht ist das ja ein versteckter Wagen. Perfekt. Los, komm. Super. Okay, es war gleich klar, dass die... So. Gut. Hier hinten noch irgendwas Geheimes? Nein. So, wir machen erstmal eine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.